So, und da sind wir auch schon wieder bei der zweiten Methode. Und zwar, das brauchen wir nicht mehr. Das ist jetzt eine Fortsetzung zu dem ersten Video HD-Installation mittels der zweiten Methode. Das Video ist aber komplett standalone. Ihr müsst euch das andere Video jetzt nicht angucken, sondern ihr könnt praktisch einfach direkt das Video gucken, weil das ist eigentlich so das Modernere. Und zwar geht es hierbei darum, Knoppix zu installieren. Und zwar einmal im Modern. Dazu erstellen wir erstmal eine virtuelle Festplatte. Das müsst ihr später nicht machen, außer ihr wollt es in der virtuellen Maschine ausprobieren. Dann könnt ihr meine Schritte nachmachen, ansonsten braucht ihr die eigentlich nicht. Romania SDB1. Wichtig für euch ist Folgendes, und das ist jetzt wirklich wichtig. Die Methode, die ich jetzt erkläre, die installiert Knoppix auf eurem Computer genau so wie auf dem USB-Stick. Das heißt, eure gesamte Festplatte wird dabei formatiert, zwangsweise. Es gibt Workarounds, die werde ich jetzt aber nicht beleuchten. Die sind auch für Einsteiger definitiv zu kompliziert. Von daher, was mache ich hier? Für euch wichtig, wenn ihr Knoppix installieren wollt, nehmt einfach einen Rechner und Arrivederci alle anderen Daten und komplett neu installieren. Das macht die Sache wesentlich einfacher, wesentlich handhablicher. So, und zwar geht es jetzt folgendermaßen weiter. So, KVM, wir brauchen eine CPU mit 4 Kernen, wir brauchen Arbeitsspeicher. Das hier geht deswegen nicht, das wäre eigentlich die richtige Methode für 2 GB. Geht aber nicht, weil die Anwendung selber sich nur 2 GB genehmen kann. Also knapp unter 2, knapp über 2. Ist jetzt auch egal, hat was mit der Anwendung an sich zu tun. Wir geben ihnen also 2 GB Arbeitsspeicher der virtuellen Maschine. Laden die Knoppix-CD. Hier sehen wir mal die 8.3er. Wie gesagt, zwischen 8.1 und 8.3 liest sich allzu große Unterschiede. Knoppix 8.3 ist halt das topaktuelle von der Heft-CD. Und unsere Festplatte. Da nehmen wir Knoppix HDD. Und so begrüßt euch die aktuellste Knoppix-Version, wenn ihr die CD einlegt und den Rechner von der CD startet. Hier gilt wieder das gleiche wie bei der 8.1 und wie bei allen Knoppix-CDs zuvor. Wenn ihr zum ersten Mal Knoppix probiert, hier einfach Enter drücken, mache ich auch gleich, keine Angst. Wenn das warum auch immer nicht funktionieren sollte und ihr euch im Internet Hilfe sucht, ihr könnt auch hier erstmal Hilfe haben, und zwar mittels der F2 und mittels der F3-Taste. Da habt ihr dann hier bestimmte Einstellungen, Auflösung, bestimmte Workarounds, braucht ihr aber in der Regel bei Knoppix nicht. F1 ist dann wieder dieses schöne Screen. So, deswegen starten wir jetzt einfach mal mit Enter. So, und bei der HD-Installation, bei dem vorherigen Video, da hatten wir ein paar Probleme, dass manche Sachen etwas länger gedauert haben. Also gerade das Anmelden und das Abmelden, also hoch und runterfahren, hat ein bisschen gedauert. Bei der jetzt beschriebenen Methode treten die Probleme nicht mehr auf. Und zwar geht es jetzt um die sogenannte Flash-Installation. Dafür habt ihr hier ein Icon. Wer sich jetzt wundert, wir wollen doch auf der Festplatte installieren. Ja, es sind letztendlich alles Datenspeicher. Heißt also, ob ihr nun eine SD-Karte habt oder eine Festplatte, ist Knoppix egal. Deswegen habt ihr auch dieses schöne Auswahlmenü. Das hier wäre praktisch dieses klassische nur auf Flash installieren. Ihr könnt aber auch hier unten drauf drücken und ihr könnt über diese Methode auch auf der internen Festplatte installieren. Sprich also auf euren Laptop oder auf euren Rechner. So, genau das machen wir. Installation auch für interne Festplatte erlauben. Okay. Wählt jetzt eure Festplatte aus. Wichtig hierbei ist, alle Daten gehen verloren. Ihr kriegt hier dementsprechend auch nochmal eine schöne Meldung. Hier könnt ihr aussuchen, wie ihr es installieren wollt.
Ich will dazu jetzt gar nicht allzu viel erklären. Wählt einfach das hier aus. Ganz kurz. Das hier ist praktisch so, wie wenn ihr die CD benutzt. Ihr könnt also Knoppix komplett benutzen. Nach Runterfahren des Rechners ist aber alles komplett verloren. Das ist diese klassische Kiosk-Methode, die man auch bei Schulrechnern verwendet. Nur macht das Knoppix etwas besser als Windows. Heißt also, hier könnt ihr nichts auf dem Rechner verändern, beziehungsweise ihr könnt Sachen verändern. Nach dem Runterfahren ist aber alles weg. Wenn ihr einen Rechner klassisch verwenden wollt, immer das hier benutzen. Das ist letztendlich technisch gesehen das gleiche wie das hier, ist aber völlig veraltet. Braucht heute keiner mehr. Das hier. So, das hier ist ein bisschen tricky. Wer Ahnung vom Remastern hat, kann das gerne machen. Alle anderen Leute hier einfach nein sagen. Egal was hier steht, kann ich das durchlesen, das vernebelt euch nur die Sinne. Nein. So, jetzt kommt die Sicherheitswarnung. Alle Daten werden dabei gelöscht. Damit ist gemeint, alle Daten auf der Festplatte, die ihr ausgewählt habt. Wenn ihr jetzt am Rechner mehrere Festplatten eingebaut habt, oder im Rechner, meine ich hätte, dann wird natürlich nur die Festplatte gelöscht, auf die ihr Knoppix installiert. Alle anderen Festplatten bleiben unangerührt. Deswegen, dass hier ein bisschen bei Laptops trifft das dementsprechend zu, weil ein Laptop hat nur eine Festplatte, da ist also definitiv alles weg. Bei Rechnern, wenn ihr nur eine Festplatte installiert habt, ist auch alles weg. So, ja, wir wollen fortfahren. Wie bei dem anderen Video auch, Knoppix oder Linux allgemein liebt Warnungen. Man wird also nicht nur einmal gefragt, auch nicht nur zweimal, sondern 50 Mal. Und wenn das nicht reicht, es gibt auch eine Version mit 53 Fragen. Ja, wir wollen installieren. Hier könnt ihr jetzt auswählen, wie viel Datenspeicher ihr benutzen wollt bei eurem System. Ganz einfach ausgedrückt, Linux braucht für sich Speicher. Logisch wie jedes Betriebssystem. Und hier könnt ihr einstellen von dem restlichen Speicher, wie viel ihr dafür für eure Daten nutzen wollt. Mein Tipp, schiebt den Regler einfach nach ganz rechts und wieder ein bisschen zurück. So. Das ist gut. Am besten zwischen die beiden Schalter. Warum, möchte ich jetzt hierbei nicht näher erklären. Es hat einfach nur damit zu tun, dass es vielleicht noch ein paar Sachen geben könnte in eurem Leben, später, irgendwann mal, die euch dazu verleiten könnten, dass das System sagt, geht nicht, weil wegen kein Speicherplatz. Deswegen macht es einfach. Wenn ihr Ahnung vom System habt, habt ihr Ahnung. Meine Tipps sind für die Leute, die keine Ahnung vom Rechner haben. Also bitte nicht rummeckern. Wenn ihr wisst, wie es geht, könnt ihr hier einstellen, was ihr wollt. Für alle anderen gilt das hier. So. Okay. So. Jetzt macht Knoppix praktisch alles andere komplett alleine. Heißt also, er bereitet die Festplatte vor. Dieses Partitionieren. Wichtig ist, wie gesagt, wie bei der anderen Installation, eine Auswahl gibt es hier nicht. Weil es gibt nur eine Methode. Dementsprechend braucht ihr euch darüber nicht kümmern. Für euch wichtig ist nur, die Flash-Installation benutzt die gesamte Festplatte, um es nochmal zu sagen. So, jetzt kommt der eigentliche Schreibvorgang. Der geht rasend schnell. Der geht sogar noch schneller als die HD-Installation, auch wenn es auf der HD ist, weil die Daten bleiben komprimiert. Es ist, wie gesagt, die gleiche Methode wie auch auf eurem USB-Stick. Nur halt auf der Festplatte. Ihr habt praktisch im Rechner jetzt dann einen ganz, ganz großen USB-Stick. So. Und für die Leute, die nicht wissen, was ein USB-Stick ist. Hey, was ist ein USB-Stick? Ignoriert einfach, was ich hier laber. Macht einfach das, was ich hier eingestellt habe. Und genießt die Show. Und die geht jetzt auch relativ schnell. Ich habe mir nämlich mal erlaubt, das ISO-Image auf meinen Rechner zu ziehen. So dass ich jetzt nicht mehr mit 10 MB pro Sekunde installiere, sondern mit stolzen 30 bis 40 MB. Weil wegen Overhead etc. ist ja egal. Also es geht relativ schnell.
So, die Programme hier hatte ich bereits in einem anderen Video erklärt, deswegen werde ich jetzt hier nicht näher drauf eingehen. Einfach mal durchprobieren, sind sehr viele schicke Anwendungen, gerade bei Spiele, habt ihr sehr viele schöne Spiele, man glaubt es nicht, aber ja, es sind Spiele. Knoppix, habt ihr jetzt das ganze Knoppix gedatelatscht, so wie hier, Knoppix auf Flash installiert, was ihr auch auf dem Desktop habt. Ansonsten habe ich das ganze Rest in einem anderen Video bereits erklärt. Man hat halt die aktuellen Anwendungen von GIMP, man hat halt aktuelle Bürosoftware, man hat auch aktuelle Media Player, also es ist alles da. Scheut euch nicht, guckt es einfach durch. Zur Not, wenn ihr Angst habt, irgendwas zu zerstören, benutzt zum Ausprobieren die Live-CD, da könnt ihr nämlich nichts zerstören. Also einfach mal durchgucken. So, da ist die Installation auch schon fertig. Das hier ist very important pussy. Eigentlich nicht. Wenn ihr, Achtung, no joke, wenn ihr Angehörige eines Militärverbandes seid, die mit Atomdaten arbeiten, ja, also die den roten Knopf betätigen können, oder aber Angehörige einer solchen Schutzbehörde seid, die mit biologisch fähigen Kampfwaffen arbeiten, dann wäre es schön, wenn man eure Pornos auf dem Laptop nicht sehen kann. Dafür gibt es bei Knoppix eine Verschlüsselung. Nennt sich Verschlüsselung. Das da. Wenn ihr das braucht, wenn ihr wirklich so sensible Daten habt, klickt einfach ja. Es hat extrem wenig Overhead, wie jede andere Verschlüsselung auch. Knoppix ist da sehr performant. Für alle Normalverbraucher, die keine Verschlüsselung brauchen, könnt ihr auch einfach nein drücken. Wichtig ist, Safety first. Heißt also, wenn ihr Laptops habt, die ihr irgendwo mit hinnimmt oder sehr oft irgendwo mit hinnimmt, dann solltet ihr vielleicht doch ja drücken, weil potenziell könnten ansonsten, wenn ihr auf nein drückt, all diejenigen, die euer Laptop mal zufällig finden sollten oder euch klauen sollten, all eure Urlaubsfotos, selbstgetreten, ja, ich will jetzt nicht Pornos sagen, aber ich will Pornos sagen, also wir hier machen nein. So, jetzt wird euer Datenbereich angelegt für die Daten, die geändert werden, heißt also euer Benutzerspeicherbereich, geht ratzfatz, der tut nur so, als wenn es lange dauert. Oder er braucht einfach lange. Ich habe keine Ahnung. Mach hinne. Aha, schon fertig. So, und das war's. Installation hat jetzt gedauert ein bisschen mehr als 3 Jahre. Na komm, hier, 10 Minuten hat es gedauert. Ist doch ein Witz, ist das. So, jetzt könnt ihr eigentlich auch euren Rechner schon runterfahren. Tada, dieses Menü sollte übrigens bei dem anderen Video auch kommen. Es dauert halt nur länger, weil HD-Installation, warum auch immer. So, runterfahren. Ist alles. Also das Menü zumindest ist Englisch. Weil das Menü gibt es nicht in Deutsch. Dafür haben die Gelder nicht mehr gereicht. Na, ihr wollt ja auch nicht euer Taschengeld verbrauchen dafür. So, damit ist Knoppix jetzt auf eurer internen Festplatte. Und deswegen nehmt ihr jetzt die CD-ROM aus dem Laufwerk oder zieht den USB-Stick aus dem USB-Stecker und könnt jetzt den Rechner von der Festplatte starten. Und da seht ihr, voilà, genau das gleiche, wie wenn ihr von USB-Stick oder von was anderem startet, weil es ist genau das gleiche. Heißt also, mit Enter einfach starten und ihr habt dann euer wunderschönes Knoppix-System wie, ja, weiß nicht, mir fällt gerade kein Vergleich ein, wie Katja gerade durchs Video, ich weiß nicht, sucht euch doch einfach selber was aus. Ja, Arschlöcher. Ja, man wird es mir nicht glauben, aber es sieht alles tatsächlich genau gleich aus. Weil es ist genau das gleiche. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Wichtig ist nur, ihr habt jetzt extrem viel Speicher. Weil ihr habt eure gesamte Festplatte zur Verfügung. Hier, ja. So, von daher würde ich mal sagen, was macht eigentlich schon fast. Und fehlt noch irgendwas zur Erklärung? Eigentlich nicht, ne?
Ihr habt, wie gesagt, die ganzen Anwendungen. Also das ist jetzt wirklich das installierte System auf dem Linux-Rechner. Heißt also, ihr könnt Dateien anlegen, und ihr könnt die Dateien auch wieder anlegen. Ja, das ist, brauchen wir nicht. Das braucht auch keine Sau. Ja, das war die Installation. Von daher könnt ihr jetzt euer System benutzen, wie ihr es wollt. Könnt, wie gesagt, Einstellungen ändern. Und das System ganz normal, wie jedes andere Betriebssystem halt auch benutzen. Wichtig ist halt nur, es ist nach wie vor, es ist immer noch Knoppix. Und um es nochmal zu sagen, ich persönlich mag Knoppix. Ich nutze auch Knoppix, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich zeige euch mal meinen Desktop-Hintergrund, dann wisst ihr, was ich meine. Ha? Ich nutze auch Knoppix. Aber Knoppix hat halt ein paar Nachteile. Leute wie ich wissen damit umzugehen. Mich stören die Nachteile mittlerweile gar nicht mehr, weil ich bin damit aufgewachsen. Ich nutze Knoppix seit der Version 6.4.4. Also seit 2011, das ist mittlerweile 7 Jahre oder länger her. Allerdings möchte ich hierbei nochmal betonen, dass Knoppix darauf eigentlich nicht ausgelegt ist. Es wird darauf auch nie ausgelegt sein, weil Knoppix hat nie den Anspruch, ein richtiges Betriebssystem zu sein im Sinne von für alltägliche Arbeit. Sondern Knoppix ist primär, und ich hoffe, es bleibt auch so, ein Rettungssystem. Es ist also eigentlich dafür gedacht, Rechner, die kaputt sind oder deren Betriebssystem defekt ist, von Knoppix aus zu starten und diagnostizieren zu können, wo der Tumor liegt. Deswegen, wenn ihr über Knoppix Freude an Linux gefunden habt, wenn ihr also sagt, ja, diese LibreOffice, die gefällt mir, die möchte ich heiraten, geht übrigens auch relativ schnell, man merke, man bedenke, ich bin in einer virtuellen Maschine, das geht relativ fix. Wenn ihr Linux mögt, dann würde ich euch, wenn ihr Anfänger seid, immer noch empfehlen, guckt euch um. Es gibt sehr viele Distributionen. Ubuntu möchte ich euch jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil ich persönlich mag Ubuntu gar nicht. Da habe ich meine eigenen Beweggründe. Ihr könnt euch aber natürlich auch Ubuntu installieren. Meine persönliche Empfehlung wäre da sowas wie Fedora. Fedora ist wirklich relativ einfach von jedem zu verstehen. OpenSUSE ist schon ein bisschen anspruchsvoller, ist für die, ich sag jetzt mal, administrativen Administratoren unter euch. ansonsten meinetwegen gönnt euch Ubuntu. Nee. Knoppix ist für, ja, Knoppix ist ja, ich sag mal, ein Knutschfleck. Also die erste Begegnung mit Linux wird euch Knoppix schmackhaft machen. Aber Knoppix hat doch immer noch ein paar Kindheitskrankheiten, die einfach daher rühren, dass Knoppix nicht dafür gedacht ist, zu installiert werden. Das geht zum Beispiel dabei los, bestimmte Sachen zu machen, also Einstellungen zu ändern. Es gibt manche Sachen, mir fällt jetzt gerade nicht ein, was, weil die meisten Sachen davon wurden mittlerweile behoben, aber der Desktop-Hintergrund zum Beispiel, den könnt ihr ja einstellen. Oh, ich weiß nicht, ob es bei Version 8.3 auch noch so ist, aber der wird teilweise gerne wieder hierauf zurückgesetzt, auf das hier. Genauso wie ihr auch diese Icons nicht löschen könnt, die werden immer wieder hergestellt, nach jedem Hochfahren und solche Sachen. Deswegen den Desktop. Ich benutze den Desktop, das sieht man vielleicht auch hier. Hä? Icons. Soweit das auch gereicht. Allerdings seht ihr auch schon, ich ziehe es mal kurz runter und hoffe, dass ich mir aber jetzt nicht alles zerstöre. Das hier. Das Icon habe ich auch immer noch drauf, weil ich kann es nicht löschen. Also ich könnte es löschen, es würde aber jedes Mal wiederkommen. Deswegen, es gibt manche Sachen, daran gewöhnt sich ein Mensch. Daran gewöhnt sich auch ein Ronny nach jahrelangem Training und Unterdrückung seiner Ausraster. Aber
nicht verzweifeln, wenn es denn mal bei irgendwas doch nicht klappt. Für die Alltagssachen reicht es komplett aus. Also jetzt, wenn ihr Büroarbeiten macht oder ähnliches, ihr werdet Knoppix lieben. Ihr werdet Linux allgemein lieben. Weil Linux ist halt einfach ultra schlank, ultra schnell und läuft auf jeder Hardware. Knoppix sowieso. Was ich euch nochmal zeigen möchte, ist jetzt bei Knoppix bei der Flash-Installation diese Desktop-Auswahl. Hatte ich euch ja vorhin ganz kurz angeschnitten. Da möchte ich euch jetzt mal doch zeigen. Also LXDE ist das, was wir hier derzeit benutzen. Das hier, das hier, das hier, also dieses ganze Look and Feel. So, GNOME sieht dann schon ein bisschen anders aus. Nehmen wir mal GNOME und drücken auf OK. Und drücken auf Ja. Und wie Sie sehen Sie nichts. Ach so, ja, GNOME braucht eine 3D-fähige Grafikkarte. That was my mistake. Gut, dann schalten wir den Rechner mal nochmal ganz kurz ab. Shutdown. Da kannst du schauen. Klötzchen und so. Na, wenn das runterfahren nicht schnell ging, weiß ich auch nicht. So, wir gönnen uns mal eine Grafikkarte. VGA für IO. Wir machen es mal richtig. Ah, nee, doch. Warum nicht? So. So, jetzt haben wir auch eine richtige Grafikkarte drin. Es ist natürlich keine echte, sondern es ist immer noch eine virtuelle Maschine. Heißt also, auch diese Grafikkarte wird emuliert. Aber diese emulierte Grafikkarte namens VIRT.io, also nennt sich virtuell Input-Output, ist also praktisch eine Grafikkarte, wo sehr viele Requests weitergeleitet werden, hat schon ein bisschen mehr Features. So, jetzt sollte das Ganze funktionieren, abgesehen von meiner Maus. Ach so, ja. USB-Device. Ich guck mal noch mal ganz kurz. Tablet, okay. So. USB-Device. Tablet. Das braucht ihr jetzt nicht machen. Also, das ist jetzt wegen mir intern wie eine virtuelle Maschine. Braucht euch jetzt nicht wundern, was ich jetzt hier gerade mache. Ich starte einfach nur die virtuelle Maschine ein paar Mal neu. So, bam. Perfekt. So, das ist jetzt mit einer richtigen Grafikkarte. Dann werden wir jetzt auch mal den 3D-Desktop starten. Der sieht nämlich ganz schön schnieke aus, wie ich finde. So, was wir eigentlich machen wollten, gucken, ob das jetzt funktioniert. Virtuelle Desktop-Auswahl. GNOME. Nein, funktioniert nicht. Funktioniert GNOME nicht oder funktioniert es nur wie eine virtuelle Maschine nicht? Wie gesagt, ich persönlich habe Knoppix 8.3 noch nicht probiert, weil ich persönlich nutze auch 8.0. Ja, das funktioniert. Okay, also funktioniert nur GNOME nicht. Wahrscheinlich ist da irgendein Bug drin in der aktuellen Version. Keine Ahnung. So, das ist jetzt KDE. Das ist praktisch dieses ganz Moderne, wovon ich gesprochen habe. Dieses luxuriöse, moderne, hingerotzte Stück Blume. Ich persönlich finde es zu schick. Ich persönlich mag es schlicht und einfach. Für alle, die aber ein bisschen was grafisch Schickeres haben wollen, um damit vor der Klasse anzugeben oder vor den Kollegen anzugeben. Die haben jetzt praktisch hier KDE. Das ist praktisch dieses ganz moderne Betriebssystem. Na, Anwendung Multimedia mit allen möglichen Animationen. Ich habe hier auch Mini-Programme. Also es ist sehr schön.
Mit der Maus nicht wundern, das ist auch wieder ein Fehler der virtuellen Maschine. Normalerweise habt ihr da so eine graue Maus, so eine mit Schattierungen. Wunderschön. Funktioniert leider bei der virtuellen Maschine nicht so ganz. Das ist aber alles jetzt Geschmacksfrage. Ich persönlich nutze jetzt immer nach wie vor LX.de, also diesen Standardbrowser. Ja, so viel zur Installation von Knoppix auf der HDD. Das ist jetzt wie gesagt die originelle, die modernere Variante, die ich persönlich auch nutze und mit der ich ultra glücklich bin, weil mit der funktioniert eigentlich alles. Ja, von daher würde ich mal sagen, das war's soweit. Das Fenster schließe ich nochmal ganz kurz. Von daher, ciao mit V.